Was geht ab, Boys and Girls, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, in dem wir uns mal darüber unterhalten, wann wir die Remakes zu Pokémon... Oh Gott, wie heißen die Spiele überhaupt? Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle bekommen könnten. Also wann eventuell das Release-Date für diese beiden Spiele ist. Denn es gibt einen Hinweis in diesem Trailer, der vermuten lassen könnte, wann wir denn die beiden Spiele bekommen werden. Spulen wir mal ganz zurück und lassen mal den Trailer von hier aus laufen. So, bis hier noch nichts. Bam. Da haben wir's. Was fällt euch auf, Leute? Hier oben nichts, das ist wahr. Aber gucken wir mal hier unten hin, auf diese Uhrzeit. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, okay, Dennis, was willst du von uns? Dass ihr mir einen Daumen hoch gibt und den Kanal abonniert, wenn noch nicht getan. Das will ich von euch, aber nee. 9.28 Uhr. Klar, auf den ersten Blick denkt man sich so, okay, eine random Uhrzeit. Ist sie denn random? Ist diese Uhrzeit wirklich random? Um das beantworten zu können, müssen wir mal gucken, wann Pokémon Diamant und Perl überhaupt rausgekommen sind. Hab mal Pokémon Diamant in Google eingegeben. Jetzt gucken wir mal hier rechts. Pokémon Diamant und Perl Edition, Datum der Erstveröffentlichung, 28. September 2006. Sprich, der 28.09. Der 28.09. 28.09. Kommt mir bekannt vor. Denn 28 und 9 ist auch hier in diesem Trailer zu sehen. Ja, in Form der Uhrzeit 9.28 Uhr. Aber mir kann keiner sagen, dass diese Uhrzeit willkürlich ausgewählt wurde. Diese Uhrzeit wurde mit Absicht ausgewählt. 9.28 Uhr, nämlich in Anlehnung an das Release-Datum von Pokémon Diamant und Perl. Ist es aber nur eine Anlehnung an die Erstveröffentlichung dieser Spiele? Weil, zweiter Hinweis, wir haben Pokémon Rubin und Saphir. Ja, die Spiele für den Game Boy Advance. By the way, Pokémon Saphir war meine allererste Edition. Gucken wir mal hin. Datum der Erstveröffentlichung, 21. November 2002. Diese Spiele haben Remakes bekommen. Wann sind diese Remakes denn erschienen? Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Ah ja, 21. November 2014. Ich sehe da eine Ähnlichkeit beim Datum der Erstveröffentlichung. Hinweis Nummer 2 ist nur so ein Gedanke meinerseits. Wir bekommen ja Anfang 2022 noch so ein Sequel, Pokémon Legenden Arceus. Für mich persönlich, also das ist jetzt nur meine Meinung, ja? Für mich persönlich macht es aus Marketing-Sicht keinen Sinn, wenn Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, sagen wir, gegen November erscheinen, so wie es üblich ist, und dann ein Sequel direkt hinterher Anfang 2022. Für mich ist die Zeit dazwischen viel zu wenig. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir die Remakes tatsächlich im September schon bekommen könnten. Weil danach ist schon ein bisschen Puffer zu Anfang 2022. Weil Anfang 2022 ist für mich der erste Quartal, sprich bis einschließlich März. Und zwischen September und März ist halt viel mehr Zeit dazwischen, zwischen November und März, obviously. Der 28. September ist außerdem ein Dienstag und die Pokémon-Spiele kommen normalerweise auch mal so dienstags oder freitags heraus. Deswegen ist das auch ein weiterer Hinweis, sage ich mal, dass dieses Datum durchaus stimmen kann. Ja, Leute, was ist eure Meinung dazu? Viel zu weit hergeholt? Oder mag da wirklich was Wahres dran sein? Ja, schreibt's mir gern in die Kommentare. Ansonsten noch eine Kleinigkeit. Da wir ja den 1. März haben, haben wir ein neues Raid-Event-Update bekommen. Nämlich werden jetzt im März vorrangig Feen und Flug-Pokémon gefeatured, kann das so stimmen? Also Flug-Pokémon auf jeden Fall. Ja doch, und Feen wegen hier Gala, Smogmog.
Ja, als G-Max-Form sind vorrangig G-Max Silenbrim und G-Max Kramor auffindbar. Die Besonderheit in diesem Event ist es, dass man die Vorentwicklung von Silenbrim ebenfalls in seiner G-Max-Form fangen kann. Also die Vorentwicklung von Silenbrim, ich weiß gerade leider nicht, wie die heißt. Hatchrim halt hier. Der englische Name Hatchrim. Ja, hat das Giga-Dynamax-Zeichen. Ob es gewollt oder ungewollt ist, weiß ich nicht. I mean, das hatten wir ja schon mal mit der Vorentwicklung von Pokusan. Hokumil. Ja, mit Hokumil hatten wir das ja auch. Dass das G-Max-Zeichen bereits hat. Und hier ist es halt mit der Vorentwicklung von Silenbrim der Fall. Ja. Auf unserem Community-Discord-Server, wenn ihr noch nicht drauf seid, Link natürlich in der Beschreibung. Hat jemand schon Primano? Primano heißt es. Nice. Primano gefangen und ihr seht es ja, hier hat die G-Max-Form. Ich hoffe, es ist okay, dass ich dein Beispiel genommen habe, Zerzis. Wenn nicht, schreib mir. Ja, jedenfalls als Beweis, dass das wirklich so ist, dass man Primano mit diesem G-Max-Zeichen bekommen kann. Ja, Leute, die beiden Sachen wollte ich euch unbedingt mitteilen. Wie bereits erwähnt, was ist eure Meinung zum Release-Datum? Ist aktuell nichts weiter als Spekulation, aber ist interessant, wie ich finde. Ne? Deswegen schreibt es in die Kommentare. Ich küsse eure Herzen und sage, haut darin, kurft da in und wir sehen uns zu einem neuen Video wieder.